Ja, krass. Also ist schon einiges an Stauraum zusammengekommen, wenn man sich das so anguckt. Gar nicht so zu verachten. Ich würde sagen, solange wir Tag haben, gehen wir noch mal ein bisschen auf die tolle Jagd da oben. Hoppala. Was haben wir denn hier noch alles? Wir haben auch noch einiges. Guck mal, wir müssen auch noch alles einsortieren. Glaube, das können wir alles in den Recycler hier klatschen. Wir gucken jetzt mal. Die können wir da draufstecken. Melone behalten wir. Fleisch müssen wir noch brutzeln, auf jeden Fall. Ach, Recycler. Ne, Kompostierer heißt das ja hier, nicht Recycler. Oh, siehst du, kann man alles hier reintun. Passt doch. Nice one. Getreide. Was ist hier irgendwo? Jo, hier haben wir Getreide. Guck mal. Können mich hier auch schon mal ein bisschen reintun. Das Shop behalten wir mal da drinnen. In den Sattel können wir raus tun. Teppichboden. Oh, wir haben Teppichboden. Glück des Meeres 3 haben wir auch schon. Katzenholzwerkbank auch nicht schlecht. Eisenbahn können wir hier draufstecken. Schwarzpulver. Das hier rein. Irgendwo die Sättel. Die Sattel haben wir hier. Irgendwo haben wir auch schon Monsterloot, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ah, hier. Hier. Ah, wie gesagt, jetzt gehen wir noch mal gucken, hier ein paar Bäume wegzuklatschen. Besonders hier diese Schwarzeiche oder wie das auch immer heißt. Kisten werden wir nämlich noch brauchen für unser kleiner Lager. Da unten in der Kellerin. Muss ich gestern so lachen, bin ich nach Hause gekommen und dachte mir, ja komm, jetzt hast du langes Wochenende. Freundin ist, ihre beste Freundin halt unterwegs wieder. Und dachte ich mir, ja komm, bevor du jetzt die ganzen Tage kochen musst oder so, mach dir irgendwas fertig. Habe ich mich noch hingesetzt, alles zurecht geschnippelt. Für meinen tollen exotischen Nudelsalat. Exotisch meine ich halt mit bisschen Curry. Mit Ananasstückchen drin und so weiter und so weiter. Ja, gemacht, getan. Wir haben mich da hingestellt dann noch. Und sind alles fertig gemacht, gekocht, Nudeln, dies, das, hast nicht gesehen. Ja, will man dann irgendwann Platz im Kühlschrank machen? Denkst du, was ist denn das da hinten? Warum geht's denn nicht weiter? Geh da unten ins Fach dann halt gucken und sehe, ey, Alter, da steht ein ganzer Bottich Nudelsalat. Hat meine Freundin mir wirklich so einen Fertignudelsalat mitgebracht. Fand ich total lustig irgendwie. Und, ja. Habe ich praktisch Nudelsalat erst umsonst gemacht. Jetzt gibt's das ganze Wochenende auf jeden Fall Nudelsalat. Mir scheißegal. Exotischer Nudelsalat sowieso. Da kann ich mich dumm dran fressen. Ich meine, okay, wenn ich da zu viele mich reinpumpe, schlägt es auf den Magen. Aber ey, hallo, Nudelsalat. Es gibt nichts Besseres wie Nudelsalat. Halt mal ihr Teile hier. Problemchen ist halt nur die Setzlinge, dass die sich hier wirklich alleine wieder einsetzen und ihr dann wirklich so eine Plage haben könnte. Also später dann mal ein Auge drauf halten. Jetzt momentan ist es noch okay, wir brauchen sowieso Holz. Für alle möglichen Schnickschnack. So, also wie gesagt, für später müssen wir halt mal gucken. Also ein bisschen mit darauf aufpassen, ein bisschen Rodung betreiben hier.
damit ist nicht die Insel gemeint. Also nicht Rhodos, sondern Rodung. Ja, die Witze waren auch mal besser, ey. Alter Vater. Na, wie sagt man? Im Alter. Ja, im Alter. Fick you. Doch normale Bäume hier aufgepflanzt. Was sind hier so viele Eichengedönse hier, ey? Na, guck mal hier. Die sind gewachsen, komischerweise. Oder standen die das schon? Ich weiß es gar nicht. Aber hier ist ein bisschen normales Holz. You are hungry, Mutti. Und das? Lol. Eine Biene bekommen. Ich habe eine Biene. Ich wollte sagen, wir haben noch einen kompletten Rucksack voller Nahrung gehabt. So. Die könnte ich von mir aus wieder einpflanzen hier. Eichen-16 brauchen wir eh. Eichenholz, wie auch immer. Guck mal, ist wieder so ein Bienennest. Schon wieder eine Biene bekommen. Nice one. Muss echt mal im ganzen ruhigen gucken, wie der Teil so weit aufgebaut ist. Oh, da guck mal, da kriegen wir alle Pilze raus. Nice. Alles einsammeln hier. Gibst du, weißt du, guckst du. Wie viel haben wir denn jetzt? Also Schweiß. Schwarzholzeiche haben jetzt einiges. Bienenkönigin, wir haben zweimal eine Bienenkönigin. Okay, müssen wir mal gucken. Später, wenn die genauso aufgebaut sind wie in Ticket oder Feed the Beast und sowas, dann braucht man nicht so einen komischen Kescher. Dem da reinsetzen müssen, um den Honig kreieren lassen zu dürfen. Bist du ein Obstbaum? Ja, du bist ein Obstbaum, dich darf ich nicht abreißen. Ich freue mich schon ein bisschen drauf, wenn das hier soweit dann ausgestattet ist, das Gebiet. Also nach unseren Wünschen her geformt, gemacht und getan. Was denn hier alles für Abenteuer leben werden? Also hier gibt es ja so viel, was man sich angucken kann und zu erkunden, was weiß ich nicht was. Ja, was mich halt ein bisschen ärgert, ist halt, dass die Karte da oben jetzt weg ist. Hey, aber scheiß drauf. Irgendwie werden wir schon nach Hause finden. Oh, ich gerade den Helikopter höre, ey. Hier ist in letzter Zeit so viel Action. Heute auch Sirenentest, so ich denke erst so, boah, Alter, was ist denn jetzt los? Weil hier normalerweise die Dinge immer angekündigt werden. Also diesen Samstag, wundert euch nicht, hier, Punkt so und so viel Uhr, machen wir Sirenentest. Hast du nicht gesehen? Ja, so, diesmal nicht. Bin dann irgendwann hier, ein bisschen sauber machen, ein bisschen Haushalt, wenn ich das alles hinter mir habe. Dies, das, jenes, hast du nicht gesehen. Auf einmal so. Und ich denke mir, Alter, was geht jetzt ab? Und so, diese unterschiedlichen Sirenengeräusche halt. Boah, wer schreibt mich denn jetzt an? Alter. Geht mir schon wieder auf den Sack. So. Ja, auf jeden Fall. Dixie, Alter, was ist los? Zombie-Angriff? Brandalarm, Seuchengefahr, was weiß ich nicht was. Ja, und dann ging es aber mehrere Male. Dann denke ich mir, pass auf, schon wieder Sirenen getestet, ohne diesmal angekündigt zu haben. Ja, ist ganz lustig, ganz lustig. Okay, nimmst du mal mit. Ne? Kümmere dich nicht drum, mach mal weiter, was du gemacht hast. Es ging aber diesmal knapp 40 Minuten. Und normalerweise sind die innerhalb von 10 bis 15 Minuten durch oder so. Unterschiedlichen Sirenen gerade da durchgetestet, was weiß ich, wie die ganze Scheiße heißt, die Klänge.
Ja, so aber diesmal nicht der Fall und ja, egal. Ja, aber auf jeden Fall hier auch mit Helikoptern und so weiter. Boah, wir haben in letzter Zeit so viel Helikopter-Action, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Wahnsinn. Echt, echt Hammer. Komm, sag mal den Spökes hier ein. Flip, flip. Pekisch. Ich bin pekisch. Oh, schaff mal rein, die Pommes. Genau. Schön ungesund leben hier. Muss nicht sein, dass ihr hier so ohne alles an Fastfood leben muss. Und gibt zwar kein McDonald's, aber hey, den baust du dir selber auf. Speis die Fritteuse zu Hause an. Fritteuse, die man gefunden hat. Auch nicht schlecht. Weißt du, machst du so zwei, drei Reisen und hast so fritteusenmäßig, was Nahrung angeht, ist schon voll die Ausstattung. Und ist schon krass. Alter Vater. Aber ist auch wieder lustig, ne? Jetzt schreiben mich wieder hier die Leute an, obwohl ich gestern noch gesagt habe, so Leute, ich werde es auf jeden Fall, wenn ich nur zwei Tage Wochenende habe, beziehungsweise, also ich habe normales Wochenende, wenn Feiertage dazwischen sind, erstmal zusehen, dass ich meinen YouTube-Kanal füttere und die bestätigen mir das und zack, bam, 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 weil ich immer dieses Angeschreibe, wenn ich das erste Mal antworte, werde ich ein zweites Mal angeschrieben und so weiter und so weiter. Und das ist auf Dauer schon nervig. Ich weiß ja, die Leute gucken sich meine Videos an und die Leute wissen aber auch, dass ich, was das angeht, eine ehrliche Haut bin und auch kein Blatt vor den Mund nehme. Und Leute, wenn ihr das Video hier seht, ne, ihr wisst Bescheid, man hört euch. Wenn ich beim ersten Mal nicht antworte, es hat schon teilweise einen Grund, warum ich mittlerweile standardgemäß immer auf beschäftigt stehe, weil ich habe meinen YouTube-Kanal schleifen lassen, weil ich halt diesen ganzen Spökes rumrum hatte. Hab's aber auch erklärt, aber ich muss ihn wieder ans Laufen bringen. Genauso wie ich mich darum kümmern muss, dass Twitch und so weiter wieder ein bisschen mehr ins Rennen kommt und ich kann nicht ewig für andere da sein. Nimm's mir nicht böse, nimm's mir nicht übel, nimm's mir nicht krumm, aber es ist halt so. Und wie gesagt, wenn ich auf beschäftigt stehe, hat das eigentlich schon einen Grund. Und da muss man nicht, wenn man das erste Mal angeschrieben hat, irgendwann noch ein zweites Mal anschreiben. Na, ich werde schon irgendwann antworten, wenn ich diese Nachricht denn bekommen habe. Was weiß ich nicht was. So, und wenn ich sage aufnehmen, dann meine ich nicht prinzipiell, natürlich gefällt mir das im Groben und Ganzen immer, wenn ich so Koop-Spiele habe, wo noch andere mitmachen können, weil man unterhält sich dann gemeinsam über Themen, so kommen dann immer Gesprächsstoff zusammen, aber hey, ich muss auch mal Minecraft aufnehmen und Minecraft spiele ich halt nicht auf dem Server, also zumindest hier nicht dieses Life in the Woods, sondern spiele es im Singleplayer. Genauso ist meine Tech of the B-Team Server dicht, sodass ich das jetzt auf meinem Singleplayer-Stand habe, da keiner mitspielen kann. Ja, wenn man da jetzt irgendwie andere Server hätte, was weiß ich nicht was, dann würde ich sagen, ja komm, kommst du drauf oder was weiß ich nicht was. Ja, und klar, es ist noch der eine Minecraft-Server da für das Community-Projekt, wo ich eigentlich auch noch weitermachen müsste. Ich weiß es aber nicht unterzubringen. Ich weiß es nicht unterzubringen. Es ist so viel, was man aufnehmen müsste. Jetzt stellt euch mal vor, man ist rein YouTuber. Man macht von morgens bis abends nichts anderes als produzieren, produzieren, produzieren. So. Jetzt stellt euch mal vor, man hatte nur 15 Minuten Folgen. Was ich jetzt hier zum Beispiel bei Minecraft machen werde. 15 Minuten Folgen. Nimmst du eine Stunde auf, hast du 4 Folgen. Nimmst du 2 Stunden auf, hast du 8 Folgen. Das ist Stoff für eine Woche. Ja? Und wenn du nur Samstag und Sonntag Zeit hast, musst du darauf das Wochenende wieder aufnehmen. Wieder 2 Stunden, hast du Stoff wieder für eine Woche. So, willst aber zwischendurch auch mal Pause machen, anderes aufnehmen. Ich kann keine Nonstop-Titel irgendwie machen, wo ich jetzt, sage ich mal, 7-8 Stunden Nonstop-Arc spiele. Ich weiß, wie zeitfressend die sind. Zeit aufräumen, was weiß ich nicht was. Und dann hätte man, okay, für das Wochenende halt Arc. Aber nur Arc auf dem YouTube-Kanal bringt es nicht. Es ist, nein, versteht es bitte. Versteht es bitte, nimmt es mir nicht übel, aber es geht nicht anders. So, und jetzt ist Minecraft dran. Wo ich jetzt gleich nach einer Stunde erstmal kurz cutten werde. Dann nochmal noch eine Stunde Aufnahmesession mache. Dass ich schon mal 4 Folgen auf die Schnelle irgendwie schnippeln kann. Und ihr wisst, ich versuche momentan nur zu cutten. Ohne irgendwie groß rauszuschneiden, deswegen versuche ich mich auch so ein bisschen